Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Video hier auf diesem Kanal. Wir befinden uns immer noch im Early Access Event von Wizards of the Coast zum Thema Adventure of the Forgotten Realms, dem neuen Dungeons & Dragons Magic the Gathering Set. Und unser Track Record aktuell mit den ersten beiden Decks sieht nicht geil aus. Will ich ganz ehrlich sagen, sind keine Entscheidungen oder keine guten Sachen, worauf ich sehr froh bin, ehrlich gesagt. Aber ich nehme noch mal die Chance wahr. Ich versuche noch mal alle meine Stärken zu finden. Und vielleicht ist es ja dieses Deck, was wir heute spielen, das Deck, was mich zum Sieg bringt. Wir schauen direkt mal rein. Und zwar ist es Knights. Knights, muss ich sagen, ist ein Archetyp. Ich mag ihn persönlich sehr. Ich finde ihn persönlich ziemlich, ziemlich nice. Und habe ihn auch schon in Historic sehr gerne gespielt. Wir schauen mal kurz rein, was dieses Deck denn hat. Es besteht sehr viel aus Karten und Decks von Throne of Eldraine von früher. Ihr seht zum Beispiel schon Embercleave hier. Ihr seht schon Faerûn Champion, Venerable Knight. Sind alles alte Karten, die man schon kennt. Worthy Knight, Stormfist Crusader, Inspiring Veteran, auch Murderous Rider. Aber wir kriegen ein paar sehr gute Karten noch, die da sehr gut zu passen. Zum einen Forsworn Paladin, ein Ein-Mana 1-1 Human Knight mit Menace. Für 2 Mana kann ich ihn tappen und ein Leben bezahlt für einen Treasure Token. Für 3 Mana kann ich Target Creature gets +2/+0 until end of turn. If Mana from a Treasure was spent to activate this ability, it also gains Death Touch until end of turn. Also so ein bisschen Treasure-based, aber wir können uns da trotzdem ein bisschen was rausziehen. Paladin Class, tatsächlich so ein bisschen, Talia-mäßig, mehr aber Tithe-Taker-mäßiger Discount auf Removal-Spells während unseres Zuges zumindest und kann für 3 Mana dann ein Anthem sein, was wir sehr gut verwenden können. Die 5-Mana-Ability müssen wir natürlich nicht drüber reden, das ist schon ziemlich, ziemlich krass, wenn wir denn überhaupt so weit kommen. Sonst Triumphant Adventurer spielen wir, haben wir schon gespielt in dem Esper Adventure Deck, beziehungsweise Dungeon Deck. Ist halt eine Dungeon-Karte, die bei uns jetzt noch nicht so gut funktioniert hat, aber ich bin trotzdem freudig erregt, sie weiter auszuprobieren. Nada ebenfalls ein Kandidat in sowohl dem Drachendeck als auch in dem Dungeon-Deck, was wir bisher gespielt haben. Einfach Venturen als quasi Free Value im wahrsten Sinne des Wortes. Aber im Endeffekt versuchen wir hier mit diesem Deck eine Kurve hinzukriegen. Dreifarbigkeit wissen wir bisher mit Esper und Jeskai Decks, die wir vorher gespielt haben, kann ein Problem sein. Bitte, 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 liebe Maru-Götter da draußen, gebt uns das passende Mana, damit wir zumindest mal ein paar Runden hier gewinnen. So, und mit der Deck-Tech vorneweg, würde ich sagen, schmeißen wir uns mal ins Getümmel mit Maru Knights. Schauen mal, wie das Deck performt und ob es besser performt wie die anderen dreifarbigen Decks. Ich würde es mir ja mal wünschen, dass ich hier auch noch mit ein paar Wins aus der ganzen Sache rausgehe. Bisher sah es da ja nicht so gut aus. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir spielen hier gegen Jaya Ballard, wie auch immer man sie ausspricht. Und wir haben hier doch schon mal einiges. Da fühle ich mich ja sicher. Da muss ich ja sagen, okay, hier 1-2-Drops sind dabei. Da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl. Das keepen wir mal. Oh, und wir haben tatsächlich auch direkt unsere benachbarten oder ein anderes Knight-Tribal-Deck. Dementsprechend, ja, Forsworn Paladin, go. Ich hätte auch nicht gedacht, dass tatsächlich so viele Leute Knights Tribal spielen. Aber ja, wir warten mal ab, was da passiert. Forsworn Paladin könnte, glaube ich, auch Knight of the Ebon Legion sein, wenn der überhaupt noch Standard legal ist. Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Wäre auf jeden Fall krass. Oh, okay, es wird hier angegriffen. Ist die Frage, nehmen wir den Trade an? Ich würde fast sagen, nicht. Nee. Nö, ohne mich. Okay, wir haben hier den Removal Spell. Wir könnten jetzt allerdings auch Inspiring Veteran spielen und dann für 2 unblockbar angreifen. Aber ich glaube, wir spielen das auf jeden Fall mal auf Schwarz und den Worthy Knight auch direkt hinterher. Lassen uns den Blocker mal offen.
Wir wissen ja nicht, was da noch kommt in dem 3-Drop-Slot. Ah, okay. Nicht viel. Ein weiterer Worthy Knight. Und der triggert den anderen Worthy Knight. Ja, ein weiterer Angriff. Ein weiteres No-Block an dieser Stelle. Ich würde tatsächlich sagen, Blood Chief's Thirst ohne Kicker auf ja, ein Worthy Knight definitiv. Und dann Inspiring Veteran für ein Token und ein bisschen Gebuffe. Und jetzt können wir mit dem Forsworn Paladin angreifen. Wenn er den blockt, also doppelt blockt, dann können wir da gerne den Worthy Knight noch wegnehmen. So haben wir auf jeden Fall mit dem Lord einen Vorteil gegenüber unseren gleich gepairten Kollegen hier auf der anderen Seite, also mit dem gleichen Deck. Und wir werden auch auf jeden Fall im Bereich Embercleave zu casten. Das heißt halt ein Full-On-Attack und dann gucken, wo die Embercleave am besten hinpasst. Tatsächlich ist ein bisschen Training Grounds problematisch in Bezug auf Murderous Rider, dadurch, dass wir halt damit nicht Swift End casten können oder zumindest das schwarze Mana von Swift End nicht bekommen. Das ist schon echt problematisch. Unser Gegner kommt tatsächlich mit ein paar mehr Tokens auch um die Ecke. Was interessant ist. Das heißt, wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann noch 2 Mana offen. Wir könnten uns einen Treasure-Token machen. Darüber hinaus. Wie viel Schaden können wir maximal machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13? Probieren wir es einfach mal. Guck mal, was die Blocks sagen. Block da. Doppelblock da. Block den Token. So, wen wollen wir retten? Den Lord oder wollen wir ihn hier retten? Oh, fuck. Ah, oh, blöd. Scheiße. God damn it. Ich habe vollkommen vergessen, das Tournament Grounds noch vorher zu spielen. Das ist super dumm. Ah, verdammte Scheiße. Pushing through more damage, I guess. Boah, das war richtig kacke. Das war leider richtig kacke. Oh mein Gott. Oh. Boah, wenn wir die Runde verlieren, wovon ich ausgehe, zu 100% zurecht. Ach, Doppelrot hatten wir gar nicht. Ach, wie bescheuert. Wie bescheuert, wie bescheuert. Ich war mir halt auch so sicher mit dem Immercleave, ne? Hey, holy shit. Okay, Tournament Crowns. Wir könnten noch Immercleave. Inspiring Veteran. Und dann will ich tatsächlich Swift End auf den Worthy Knight. Und wir greifen mal nicht an. Ah, das hat uns das Spiel gekostet. Eieieiei. Das war nicht gut. Okay. Da wird gewenchert.
und create einen Treasure Token. Dann würde ich doch mal sagen, Block hier. Und dann nehmen wir 4. Wobei natürlich, ja gut, wenn Embercleave da ist, ist es sowieso vorbei. Wenn Embercleave kommt, dann ist es sowieso vorbei. Dementsprechend, ja, gehen wir erstmal auf 4. Und schauen mal, was dabei noch rumkommt. Oh, das ärgert mich halt so krass, ne? Holy shit. Okay. Murderous Rider macht uns einen Token. Unser Gegner guckt noch, was er machen möchte. Murderous Rider auf den Worthy Knight verliert 2 Leben. Okay. Das heißt aber, wir kriegen immer noch den Token und den Murderous Rider. Das heißt, wir hätten potenziell 3 Blocker. Und ein Pathway spielen wir noch und wir greifen nicht an. Also es wäre sehr schön, wenn wir mit dem Murderous Rider ein bisschen Life gainen könnten. Aber das lässt sich natürlich nicht garantieren. Blacklands Paragon. Jetzt kommt natürlich auf jeden Fall Schaden durch. Aber nur ein Pathway. Also unser Gegner hat nicht so viele Optionen. Und er greift mit allen an. Oder? Ne, er ventured in den Dungeon auf jeden Fall weiter. Und wir müssen jetzt wirklich gucken, wie wir blocken. Ah, okay. Das ist blöd. Unbefriedigend, sage ich mal, das Ganze. Das kann er jetzt noch mit dem Force One Paladin quasi jemanden pumpen. Aber ich weiß, ich glaube nicht für Lethal, wenn ich ehrlich bin. Naja. Ja, aber das erklärt es dann, ne? Was kann ich sagen? Leute, achtet auf eure farbigen, auf das farbige Mana. Holy shit, was für eine Shitshow, ehrlich gesagt. Ugh, das ärgert mich. Oh mein Gott. Ugh. Okay, Runde 2. Nicht runterkriegen lassen. Wir machen direkt weiter. Aber immerhin, also das Match hat schon deutlich besser ausgesehen als die anderen Matches. Im Adventure / Drachen-Deck. Wobei ich auch gehört habe, dass das Dungeon-Deck auf jeden Fall besser funktioniert. Warte mal ganz kurz. Ja, ach, warum nicht? Na komm. Auf Schwarz. Shambling Gust, okay. Dann würde ich sagen, spielen wir in Tournament Grounds und hier unseren Stormfist Crusader. Ist auf jeden Fall interessant. Hive of the Eye Tyrant. Für 4 Mana kann da so ein Beholder bei rumkommen. Wir blocken nicht. Das würde unseren Stormfist Crusader zerfetzen durch das -1/-1. Okay, das ist gut. Oder ist es das? Wir können ja erstmal angreifen. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir machen könnten und sollten. Okay, oder auch nicht. Okay, da kommt der Removal Spell. Hm.
Dann Triumphant Adventurer und Forsworn Paladin. Ich glaube, den Removal Spell sparen wir uns mal noch auf für irgendwas Größeres als diesen Shambling Gust. Weil so ein bisschen was mehr muss ja noch kommen. Aber Power Word Kill wird auf jeden Fall gespielt. Das ist auf jeden Fall interessant. Unser Gegner? Weiß gar nicht, wie er darauf reagieren soll. Das sind jetzt zwei Kreaturen. Hoppala. Okay, Agadeem the Undercrypt. Beziehungsweise Agadeem's Awakening. Für unseren Gegner. Er könnte jetzt einen Murderous Rider spielen. Oder buchstäblich alles andere, was 3 Mana kostet. Und rot-schwarz in den Mana-Kosten hat. Naja. Wir blocken nicht. Village Rights. Ah, das ist gut. Das killt uns einen Typen und er zieht 2 Karten. Also aber auch das Board ist frei. Potenziell. Fragt sich nur für wie lange. Sollten wir noch ein Land ziehen, glaube ich, würde ich Stormfist Crusader vorschicken und dann Mana offen lassen für Blacklands Paragon. Weil wenn er Full-on Removal Tribal spielt, ganz viel einfach unsere Kreaturen loswerden möchte, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, eben Blacklands Paragon zu haben. Okay. Kalian Reclusive Painter. Enters the battlefield, creature token other creatures, enters the battlefield with an additional 1-1 counter for each treasure. Ja, okay. Also sind wir dann so ein bisschen Treasure Tribal mäßig. Also wir haben auf jeden Fall das Land bekommen. Greifen wir mal an. Wenn er doppelt blockt, dann können wir, glaube ich, mit Blacklands Paragon ein bisschen Schaden anrichten. Oder auch nicht. Das ist okay. Der ist mir, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Und unser Gegner greift an. Ja, keine Blocks erstmal. Das Lifelink nervt natürlich extrem, ne? Da sind wir uns alle einig. Aber was für Graveyard Shenanigans könnte er denn noch spielen? Er könnte Kroxa spielen. Was, glaube ich, sehr problematisch für uns wäre. Der ist ein bisschen sehr groß. Okay, Call of the Death Dweller. Okay, Reanimator-mäßiges Deck. Interessant auf jeden Fall. Power Word Kill tötet unseren Lord hier an dieser Stelle. Ich glaube, wir probieren es mal mit dem Stormfist Crusader und lassen das Mana offen für Blacklands Paragon. Menace und Death Touch, ne? Power Word Kill. Natürlich. Ich glaube, das wird tatsächlich. Also, er hat auch jetzt 3 von 4 Mal im Deck gehabt. Also, das ist schon ein Riesenzufall. Ja, wir flashen ihn mal rein. Geben ihm mal Lifelink. Und Death Touch. Nehmen mal so und nehmen mal so.
schießen ein bisschen was in die Luft. Ein Shambling-Gast. Erneut. Ja. Fervent Champion. Nicht die beste Karte in diesem Matchup, wenn ich ehrlich bin. Swarm für unseren Gegner und er kann hier frei zuhauen. Ja. Keine Blocks an dieser Stelle. Okay. Ja, das ist sehr gut. Hat jetzt hier quasi enters the battlefield, choose one, return up to x target creature with total mana value of x or less from your graveyard to the battlefield und damit dann den Archfiends Vessel rausgeholt. Jetzt haben wir hier zwei super problematische Kreaturen, aber nur eine Antwort. Das heißt, ja. Zumindest ist die Entscheidung hier leicht. Und wir haben wenig Optionen auf der Hand, was das Ganze nicht leichter für uns macht. Ach ja, ach ja, ach ja. Er hat ja auch volle freie Fahrt, ne? Also ich kann hier höchstens einen von ihm mitnehmen. Was ich jetzt auch einfach mal mache, zum Schadensverlust. Aber er nimmt natürlich meinen Fervent Champion auch heraus. Und dann kriege ich noch 6. Ja, ich meine, die Karte ist strong, auf jeden Fall. 4 Mana, 5-3 Flying Trample. Und dann noch könnte man halt mit einem Mana mehr noch was wiederholen. Das ist krass. Sacrifice, ne? Ist halt auch einfach ein Deck. Muss man auch so sagen. Und das wird nicht reichen. Good game. Und wir verabschieden uns. Ach ja. Ach, es wäre schön, wenn es sowas wie Thoughtseize im Standard gäbe. Weil das, ich spiele es in Historic Knights, spiele ich Thoughtseize. Und das ist halt schon, also wenn Knights an sich ein Tribe ist, was so nice ist oder ganz, ganz nett mal zu spielen, Thoughtseize bringt tatsächlich hier und da wirklich mehr den Sieg, als man vielleicht gedacht hätte. Und so ein bisschen dieser Edge fehlt halt bei diesen grindigeren Matchups. Okay, wir haben hier unseren Gegner, der zuerst antritt. Dieser Avatar ist sehr beliebt. Aber ich würde sagen, wir keepen das tatsächlich. Barbarian Class. Okay, also Die Roll Shenanigans. Uiuiui. Ich glaube, dann spiele ich den Fervent Champion doch direkt. Und dann können wir Turn 2 Worthy Knight, Turn 3 Stormfist Crusader Forsworn. Okay, noch einen Barbarian Knight. Okay, okay. So langsam habe ich, glaube ich, Respekt vor dem. Dann der auf Schwarz. Und Combat. Worthy Knight. Also entweder haben wir jetzt quasi Venerable Knight und Forsworn Paladin oder wir ziehen noch ein Land und dann könnten wir tatsächlich Stormfist Crusader und dann einer der One-Drops spielen, kriegen 2 Tokens so oder so raus, vorausgesetzt es klappt, was jetzt noch nicht garantiert ist. Upkeep. Unser Gegner hält uns in der Upkeep fest. Und Prismari Command. Okay, wir ziehen aber zumindest das Land. Das heißt, wir könnten immer noch unseren Plan verfolgen. Oder wir spielen Nadir. Ich glaube, ein bisschen. Ja, wir gehen erstmal in Comet.
Wir gehen erstmal in Combat und dann Stormfist Crusader und Venerable Knight. Venerable Knight. Und dann schauen wir doch mal, was unser Gegner noch bringt. Also ich meine, das Ding ist, ich habe wirklich nicht viel Erfahrung im Standard der letzten paar Monate. Okay, the deck of many things. Hier versucht jemand auf jeden Fall ja ein bisschen was Verrückteres zu schaffen. Oh, Paladin Class ist tatsächlich nicht so schlecht. Aber wir haben kein weißes Mana dafür, ne? Ja. Ich würde sagen, Moment, das tappt aber auch für Equipment. Das heißt, wir gehen erstmal Full Force, machen ihn hier größer. Embercleave. Machen ihn größer. Und hauen volle Pilote drauf. Tournament Grounds und Forsworn Paladin. End the turn. Storm's Wrath. Ja. Nee, hätte man drauf kommen können. Hätte man definitiv drauf kommen können. Ja. Na da. Gehen wir mal in den Tomb of Annihilation. Und noch eine Barbarian Class, ne? Okay, und der Gegner gibt dennoch auf. Denn Embercleave hätte ihn jetzt in der nächsten Runde überwältigt. Ein Sieg! Yay! So, ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch mit Mado Knights und danach gucken wir uns das Deck mal an und schauen mal, was wir hätten anders machen können. Oder was wir hätten besser machen können. Wenn ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare. Auch gerne Misplays von mir herausstellen. Außer natürlich offensichtliche. Denn ich meine, für jeden Fehler, den man quasi hat oder den man macht, kann man auch einfach nur lernen. Oh, hier ist tatsächlich sehr interessant, wir können Paladin Class direkt auf der 1 spielen. Und wir haben nur One-Drops. Was ich noch nicht weiß, ob das gut ist. Aber mal gucken, wie weit uns diese Paladin Class bringt. Und wenn es nur ein Removal 1 verspätet, dann wäre das ja doch zumindest mal was. Okay, unser Gegner spielt auch jenen Ritter. Und ich meine, dieser Worthy Knight ist sehr nice mit den ganzen One-Drops hier. Okay. Ich hätte am liebsten eigentlich eine Red Source. Ja, aber Mountain, Worthy Knight. Combat für 1. Und Blacklands Paragon. Gaint ein Leben. Nice. Oh, hier hätten wir tatsächlich ein schwarzes Mana. Dann Venerable Knight macht ein Token. Forsworn Paladin macht ein Token. Und selbst könnten wir jetzt auch quasi einfach nur das für 3 Mana demnächst upgraden. Mit einem Landdrop vielleicht. Wobei, wir haben nur ein weißes leider. Aber trotzdem könnte das schon ein bisschen was bringen. Embercleave. 1, 2, 3, 4, 5. Zweites Rot. Ich habe dran gedacht. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4. 2 Mana, haben da noch 2 offen. Ich meine, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, was passiert. Block dort. Den Worthy Knight anscheinend.
Embercleave. Dann auf den Worthy Knight, damit wir den behalten können. Er pumpt den jetzt wahrscheinlich. Aber durch das Double Strike bringt ihn das nicht so viel. Okay, dann macht er sich dann doch einen Token. Verstehe, verstehe. Dann Venerable Knight macht einen Token. Und ich würde sagen, wir sehen gerade ziemlich gut aus. Auf dem Board. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Zug. Unser Gegner ist auch dreifarbig, ich hatte es nur bisher nicht gemerkt. Und ja. Ihm fehlt da so ein bisschen was. So, das heißt, wir brauchen 1, 2, 3 zum Aktivieren, haben dann noch 2 Mana offen. Ich glaube, wir aktivieren lieber Level 2. Und spielen ihn dann. Combat mit allen. Ja, das ist in Ordnung. Counter auf den Forsworn Paladins. Und ich glaube, das Ding ist in der Tasche. Cycled, findet noch was. Hey. Und eine Paladin Class. Und ja, wir machen mal noch Level 3. Und gewinnen. Yes. Paladin Class, huh? Vielleicht sollten wir das häufiger spielen. Vielleicht sollten wir das häufiger spielen. So, ich würde mal sagen, wir schauen uns das Deck nochmal an. Denn wir haben jetzt tatsächlich ein paar Erfahrungen noch sammeln können mit dem Deck. Und das ist tatsächlich zum einen Paladin Class ist so oder so, glaube ich, ein Must-Have für zukünftige Agro-Decks. Sehr schönes Detail, man kann es halt auch einfach mit Luris of the Dream Den spielen, weil es halt eine Permanente ist, die unter oder die nicht über 2 CMC drüber geht, also Mana Value. Also das funktioniert schon mal ganz gut und ist, glaube ich, abseits von dem Deck jetzt einfach eine sehr, sehr starke Karte. Was die neuen Karten angeht, Forsworn Paladin, ich meine, er ist okay, er ist ein Knight, was man auf jeden Fall wertschätzen kann. Ich habe jetzt noch nicht die verschiedenen Modi so wirklich gesehen jetzt in den Decks. Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal überlegt, sie zu aktivieren. Aber irgendwie hat es sich dann für mich nicht gelohnt und wir sind nicht so tief im Treasure-Theme drin, dass man da ja, viel irgendwie rausholen kann. Also ich weiß nicht, ob man ihn unbedingt braucht, außer dass er halt eine gute oder eine solide 1-1 Knight-Kreatur ist, beziehungsweise eine einer Knight-Kreatur. Triumphant Adventurer ist, was soll ich sagen, ist einfach eine sehr gute Karte, finde ich. Ich finde, der zum einen ist er sehr witzig, zum anderen bietet er sich hier auch einfach sehr gut an. Ich würde ihn vielleicht sogar mal ein paar mehrmals, also ein bisschen mehr noch spielen. Vielleicht sogar über, ja, über wen denn? Vielleicht über Forsworn Paladin. Vielleicht halt hier 2 raus, Triumphant Adventurer 2 rein. Auch hier wieder, ich würde vielleicht ein bisschen mehr Removal spielen, wobei das natürlich dann mit den Tournament Grounds ein bisschen das Murderous Rider Problem eben, dass man da so ein bisschen mit den Mana in die Quere kommt. Aber allem zusammen würde ich sagen, ist das hier ein ganz solides Deck. Also mit 4 Ferent Champion, 4 Forsworn Paladin und allem drum und dran. Ist das auf jeden Fall ein Deck, was man sich bauen kann. Und vor allen Dingen, weil viele Sachen eben schon länger auch im Standard drin sind, hat man die vielleicht sogar schon. Ich weiß, es ist ein großer Teil von meiner Collection, also von meiner tatsächlich MTG Arena Collection. Er besitze ich einfach schon, weil ich das Deck mit Ausnahme natürlich der neuen Karten schon sehr viel gespielt habe. Dementsprechend ist das im Moment das Deck, was mich, glaube ich, am meisten überzeugt hat von ja, den Decks, die wir heute gespielt haben. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet von diesem kleinen Gameplay slash Deck Tag slash wir schauen mal rein
was man so spielen kann. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei dem nächsten Video wieder rein. Bis dahin, haut rein. Ciao.